nicht zum Offenbarungsseminar versammeln. Aber wir haben heute nochmal einen ganz tollen Vers. Einen Vers, aus dem man so richtig viel rausschöpfen kann und der so praktisch und so schön ist, dass es sich wirklich lohnt, ihn zu studieren. Also schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr jetzt dabei seid. Und wir wollen beginnen mit einem Gebet. Und wo es möglich ist, wollen wir dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke so sehr, dass wir zu dir kommen können und dass du bei uns bist und dass dein Wort zu uns jetzt sprechen möchte. Herr, es ist ein kurzer Satz und der ist voller Bedeutung und voller Schönheit und Kraft für unser Leben. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt unser Lehrer bist und dass wir dein Wort so verstehen, wie du es gemeint hast. Herr, sprich du zu uns, erwärme du unser Herz und gib, dass dein Geist uns ganz erfüllt nach deiner Verheißung und uns in alle Wahrheit führt. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung 22. Offenbarung 22 und dort Vers 4. Wir haben letzte Woche schon so eine großartige Verheißung gelesen in Vers 3. Dort stand nämlich, dass es etwas nicht mehr geben wird. Was wird es nicht mehr geben? Es wird keinen Fluch mehr geben. Genau, und in der Stadt selbst, haben wir gesehen, wird es einen Thron geben, nämlich was für einen Thron? Den Thron? Den Thron Gottes und des Lammes. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und wir haben gesehen, was es bedeutet, Knecht zu sein, dort zu sein, wo Jesus ist. Und wir haben gesehen, dass wir nicht nur auf dieser Erde Gott dienen, sondern auch auf der neuen Erde. Und dass der Dienst dann sehr viel größer ist. Ja, wir haben dieses Bild gehabt, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Ja? Erinnert euch an die Talente. Und wir, Jesus sagt uns, dass er uns dann große Aufgaben geben wird und wir werden seine Diener sein und wir werden Könige sein, ja? Königliche Diener. Und der Satz geht aber noch weiter. Er hört in Vers 3 nicht auf, sondern in diesem Kontext von den Gläubigen, die am Thron Gottes sind und in dieser fluchlosen Umgebung Gott für Ewigkeit dienen, heißt es jetzt in Vers 4. Wer mag mal Vers 4 lesen? Genau. Zwei Dinge, die hier beschrieben werden über die Gläubigen. Was sind die beiden Dinge, die hier gesagt werden über die Gläubigen? Sie sehen Gottes Angesicht. Ganz genau. Und was noch? Gottes Name auf der Stirn. Zwei ganz interessante Dinge. Sie werden Gottes Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Fangen wir mal damit an, wessen Name steht denn hier auf der Stirn? Gottes Vaters oder Jesu? Was würdet ihr denken? Ist es der Name von Gott, dem Vater, oder ist es der Name von Jesus? Was denkt ihr? Wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr raten. Du sagst Jesu? Also steht der... Ja, aber steht der Seines. Ja? Also, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal eine künstliche Frage, weil die beiden sowieso eins sind. Aber es lohnt sich, die mal zu stellen. Schauen wir mal in Offenbarung 14 und dort Vers 4. Da haben wir nämlich auch einen Namen auf der Stirn. Offenbarung 14, Vers 1, nicht Vers 4, natürlich. Offenbarung 14, Vers 1 sagt, Offenbarung 14, Vers 1. Okay, welchen Namen tragen Sie auf den Stirn?
den Namen des Vaters. Aber lagst du jetzt falsch? Schauen wir mal in Offenbarung 3. In Offenbarung 3 und dort in Vers 12. Offenbarung 3, Vers 12. Wort? Offenbarung 3, Vers 12. Oder du hast in der Zürcher die andere Übersetzung, oder? Wolltest du das sagen, Conne? Ja, das ist eine Zürcher, das ist an den Manuskripten, das ist die Zürcher Bibel, aber die Schlachter, genau, das hängt davon, bei manchen Manuskripten ist das Lamm erwähnt oder nicht. Aber wir brauchen uns über die Manuskripte keine Gedanken machen, weil Offenbarung 3, und das lesen wir jetzt, in Vers 12 steht, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer spricht hier? Jesus. Also ist die Frage natürlich ein bisschen gemein gewesen, weil es ist der Name des Vaters und der neue Name von Jesus auf der Stirn. Also, und deswegen hast du richtig gesagt, natürlich sind beide da mit gemeint. Also halten wir fest, es geht auch um beide. Aber vor allem ist es ja interessant, dass es auch um das Angesicht Gottes des Vaters geht. Denn das Angesicht Jesu zu sehen ist schon, ja? Kommt noch, gleich, sehr guter Vers. Halten wir es mal fest. Das Angesicht Jesu zu sehen ist ja immer noch was Außergewöhnliches, aber kommt in der Bibel relativ oft vor. Wie ist es aber mit dem Angesicht Gottes des Vaters? Wie viele Menschen haben Gott den Vater von Angesicht zu Angesicht gesehen? Ja? Adam und Eva, das stimmt. Ja, genau. Also vor der Sünde, Adam und Eva. Aber nach der Sünde, was sagt die Bibel? Niemand. Wo steht das, dass niemand den Vater gesehen hat? Ja, das ist dieses... Ja, das ist Johannes, genau. In Johannes Kapitel 1, Johannes 1 und dort Vers 18. Und das ist ziemlich eindeutig. Johannes 1 und dort Vers 18. Johannes 1, Vers 18. Wer mag mal lesen? Genau. Niemand hat Gott, den Vater, je gesehen. Was heißt denn das? Gibt es denn Stellen in dem Alten Testament, wo gesagt wird, dass jemand Gott gesehen hat, von Angesicht zu Angesicht? Mose, ja. Kennt ihr eine Stelle vielleicht sogar, wo das steht, dass sie sahen Gott, dass jemand Gott wirklich gesehen hat, so wie er Die Ältesten auf dem Berg Sinai, wisst ihr, wo das steht? In welchem Kapitel gehen die Ältesten auf den Berg Sinai und da heißt es, und sie sahen den Gott Israels. Das ist in 2. Mose 24, beim Bundesschluss, als dieser alte Bund geschlossen wird mit dem Blut der Böcke, da wird Mose und Aaron und Nadab und Abihu und die 70 Ältesten eingeladen. Schaut mal in 2. Mose 24, Vers 9 und 10. Dort steht, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sie sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Also wen haben die jetzt gesehen nach Johannes 1, Vers 18? Wen haben sie gesehen? Was haben wir gesagt? Niemand hat den Vater gesehen. Also haben sie wen gesehen? Jesus. Ja. Genau. Ganz genau. Das ist der Vater. Okay, ganz genau. Ja. Aber hier wird Jesus gesehen. Und übrigens ein ganz toller Beweis dann dafür, dass Jesus auch Gott ist. Er ist derjenige, der in der Wolken- und Feuersäule gegangen ist. Er ist derjenige, der im Feuer auf den Berg Sinai gekommen ist, der gesprochen hat. Er ist derjenige, mit dem Jakob gekämpft hat, oder? Und der
wo er gesagt hat, du hast mit Gott gekämpft, mit Menschen und Gott. Jesus wird hier als Gott bezeichnet. Und was sagt die Bibel über Mose? Wie hat er mit diesem Jesus gesprochen? Von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem? Genau, schaut mal in 2. Mose 33. 2. Mose 33 und dort Vers 11. 2. Mose 33, Vers 11. Da heißt es nämlich, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wenn also die Bibel sagt, dass auf der neuen Erde wir nicht nur das Angesicht Jesu sehen werden, sondern auch das Angesicht des Vaters, dann ist genau diese Idee auch mit gemeint. Warum möchte der Vater, dass wir sein Angesicht sehen? Warum möchte er das? Er ist genauso unser Freund wie Jesus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir manchmal so ein bisschen dazu neigen, Jesus als den Freund zu sehen, den Fürsprecher, den Helfer und den Vater so ein bisschen mehr so als den Gerechten, ja, Ernsten, so ein bisschen Distanzierten. Aber der Vater möchte genauso mein Freund sein, wie Jesus auch. Ja, genau. Jetzt kommt nämlich genau, also es steht in dem Kapitel, dass Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete. Ja? Und jetzt in Kapitel 33 lesen wir weiter ab Vers 18. Magst du mal lesen, Vers 18 bis 20. Okay, sehr gut. Das ist interessant, oder? Also wir lesen in einem Kapitel, Mose redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Nicht nur durch Visionen, nicht nur durch Träume, sondern von Angesicht zu Angesicht. Er hat ja später auch, schon vorher und dann auch später auf dem Berg 40 Tage in der Gegenwart Gottes verbracht. Und in diesem Kapitel lesen wir aber jetzt, dass er mit Gott redet und Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Wie lösen wir das auf? Mose hat mit Gott, dem Sohn, gesprochen. Aber hier offenbart sich der Vater selbst. Und zwar so nahe, wie er nur sich offenbaren kann, ohne dass Mose aufgrund der Herrlichkeit stirbt. Das ist interessant. Weil 2. Mose 33, was ist da gerade passiert? Ja, ich habe es schon gehört. Das goldene Kalb, das Volk hat den Bund gebrochen. Das Volk hat sich von Gott abgewendet. Gott ist kurz davor, das Volk für immer aufzugeben, oder? Was braucht man jetzt, um Gott wieder gnädig zu stimmen, wäre die Frage. Ja, wie kann man wieder zurück zu Gott kommen? Und wir würden natürlich sofort denken, man braucht einen Vermittler, man braucht einen Erlöser. Ja, und das ist ja auch vollkommen richtig. Aber hier offenbart sich jetzt nicht nur der Vermittler, sondern wer offenbart sich jetzt hier in Kapitel 33? Gott, der Vater selbst, spricht über sich. Das ist sehr wichtig. Angesichts der Sünde ist der Vater, nicht nur der Vermittler, sondern der Vater selbst, so wie es hier steht. Ja, was steht denn hier? Übrigens, Vers 17 noch vorher, da sagt ja der Herr, sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Also Gott sagt zu Mose, ich kenne dich mit Namen. Und was sagt dann Gott in den folgenden Versen jetzt? Er sagt nicht nur, ich kenne dich mit Namen, sondern ich will auch welchen Namen verkündigen. Welchen Namen will er verkündigen in Vers 19? Den Namen des Herrn. Also Gott sagt, ich kenne deinen Namen, ich möchte auch, dass du meinen richtig kennst.
Kannte Mose schon den Namen Gottes? Hatte Mose schon mal mit Gott über den Namen, also gefragt, wer bist du, wie heißt du? Wo hat er denn das gefragt? Am brennenden Dornbusch, oder? Da hat er gefragt, also okay, wenn ich jetzt zu den Israeliten gehe und sage, der Gott, nicht wahr, unsere Väter ist mir erschienen, wie ist eigentlich dein Name? Und was hat Gott gesagt? Ich bin der Ich Bin. Er hat sogar gesagt, diese Offenbarung seines Namens, etwas Neues. Ja, Abraham und Isaac und Jakob kannten ihn gar nicht so, sondern die kannten ihn nur als Elohim, nicht wahr, und El Shaddai, Gott, den Allmächtigen, aber sie kannten ihn nicht als der Ich Bin. Und so hat er sich jetzt dem Mose offenbart. Und man würde denken, ja, jetzt weiß man, wie Gott ist. Also man kennt ihn ja, oder? Aber Gott sagt jetzt, pass auf. Angesichts dieser Sünde will ich dir meinen Namen verkündigen. Ich will dir meinen Namen erklären, weil, und das ist interessant, es geht in dieser Geschichte auch um das Angesicht Gottes und um den Namen. Und hier, angesichts der Sünde, sagt Gott der Vater, du kannst mein Angesicht nicht sehen, aber ich werde dir meinen Namen verkündigen. Ja? Du kannst mich nicht sehen, aber ich kann dir sagen, wie ich heiße. Und die Implikation, jetzt wenn wir Offenbarung verstehen, ist, wenn wir den Namen Gottes verstehen und ihn auf unserer Stirn haben, werden wir irgendwann ihn auch sehen können. Der Name Gottes bereitet uns darauf vor, ihn sehen zu können. Ja? Also Gott sagt, du kannst mich nicht sehen. Was hatte denn Mose eigentlich sich gewünscht zu sehen in dieser Geschichte hier? Zeig mir deine Herrlichkeit. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und vielleicht hat er damit, und Gott sagt, pass auf, du, meine körperliche Herrlichkeit, die sichtbare, kannst du nicht sehen, aber es gibt eine, die jetzt wichtiger für dich ist, die entscheidend ist, die dir hilft, anstatt dich zu verderben, nämlich mein Name. Und jetzt schauen wir mal in Kapitel 34. Da finden wir jetzt genau das in Vers 5 und 6. Kapitel 5 und 6, da heißt es, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief was aus? Was hat er verkündigt? Er rief den Namen des Herrn aus. Also jetzt kommt der Herr, jetzt kommt Gott der Vater und predigt seinen eigenen Namen. Das ist wichtig, weil wir gleich über den Namen nachdenken werden. Er predigt seinen eigenen Namen. Und wie predigt er ihn? Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, also vor dem Angesicht Moses, ja, vorüber und rief. Also Gott kommt ihm so nah wie möglich. Ja, seht ihr dieses Bild? Gott hätte auch sagen können, bleib mal da unten auf dem Berg, ich spreche vom Berg im Feuer. Ja. Aber Gott kommt ihm so nah wie möglich an sein Angesicht. Er sagt nur, du kannst halt mein Gesicht nicht sehen. Ja. Ich muss ein bisschen so mit dem Rücken an dir vorbeigehen. Ja. Aber so nah wie möglich, um ihm so viel wie möglich zu zeigen, wie nur möglich ist. Das heißt, die Dinge, die Gott uns noch nicht offenbart, offenbart er uns nicht, weil er gerne Geheimnisse hat, sondern nur, weil wir sie nicht begreifen könnten, weil sie schädlich für uns wären. Alles das, was irgendwie gut ist für uns, offenbart er uns. Was wir nicht verstehen könnten, was zu viel für uns ist, das offenbart er uns nicht. Er zeigt ihm nicht sein Gesicht, aber er sagt jetzt, schaut mal in Vers 6, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Was wird hier beschrieben? Der Charakter Gottes. Ellen White sagt, das ist seine Herrlichkeit. Und wie wird der Charakter beschrieben? Wie beschreibt er sich selbst? Das ist ja nicht nur was Menschen mit ihm erlebt haben. Er sagt selbst, dass er so ist. Wie beschreibt er sich? Also beschreibt das mal mit euren eigenen Worten. Wie beschreibt Gott sich hier? Er sagt, ich bin der starke Gott. Ich bin barmherzig. Wie sagt er? Ich bin barmherzig und gnädig. Was heißt barmherzig? Was heißt barmherzig? Er hat Mitleid. Der barmherzige Samariter sieht den Menschen dort halb tot liegen und sagt, ich will ihm helfen. Gott, der Vater, will mir helfen, wenn ich in halb tot in Sünde liege.
Nicht nur Jesus. Der Vater selbst hat Mitleid, wenn ich in Sünde liege. Er hat Mitleid. Er will mir unbedingt helfen. Was noch? Gnädig. Was heißt gnädig? Er schenkt Gnade. Er vergibt die Sünden. Also halten wir fest, es ist nicht nur Jesus, der uns die Sünden vergibt, es ist der Vater selbst, der uns gerne vergeben möchte. Wie geht's weiter? Langsam zum Zorn. Kennt ihr in der Bibel Beispiele, die belegen, dass Gott langsam zum Zorn ist? Was würde euch da einfallen? Langsam zum Zorn. Nicht schnell, nicht übereilt. Beim Noah. Wie lange hat er dort gegeben? 120 Jahre für eine Welt, die schon eigentlich reich für die Zerstörung war. Noch Beispiele? Das Volk Israel. Er hat ganz deutlich gesagt, wenn ihr andere Götter anbetet, werde ich euch ausrotten. Wenn ihr euch andere Frauen nehmt aus anderen Völkern, werdet ihr, nicht wahr, aus dem Land vertrieben werden. Jahrhundertelang haben sie das gemacht und Gott hat immer noch Mitleid gehabt und nochmal Gnade gegeben und nochmal ihnen eine Chance gegeben und nochmal und nochmal. Und selbst als er sie aus dem Land vertrieben musste, wollte er sie so schnell wie möglich wieder zurückbringen. Gott ist so unglaublich gnädig. Viel gnädiger, als wir immer denken. Und deswegen muss Gott selbst erklären, wie gnädig er ist, weil ein Mensch von allein das gar nicht so richtig sehen würde vor seiner Sünde. Gott erklärt seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Er sagt von großer Gnade und Treue. Und dann geht's weiter, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Das ist jetzt interessant. Wie kann Gott vergeben, aber nicht ungestraft lassen? Straft uns ein bisschen? Wie macht das Gott, dass er die Sünde vergibt, aber nicht ungestraft lässt? Sind die Konsequenzen die Strafe für die Sünde? Er hat Konsequenzen, aber sind die Konsequenzen eine Strafe? Das ist wahr, aber sind sie eine Strafe? Nein, es sind keine Strafe. Es ist zu unserem Guten. Also, was bedeutet das? Er lässt nicht ungestraft, obwohl er vergibt. Die Strafe für meine vergebene Sünde wird umgesetzt. Gott sagt, ich vergebe dir, aber ich muss die Strafe ausführen, aber weil ich dir vergebe, strafe ich mich quasi selbst. Er trägt die Strafe. Die Schuld, die Strafe war auf ihm. Schaut, Jesaja 53. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich gibt es Konsequenzen der Sünde. Natürlich gibt es Folgen, die wir durch den Geist Gottes auch noch als etwas Positives erleben können. Aber die Strafe lag auf ihm. Schaut, Vers 5. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe ist nicht abgeschafft worden. Die ist nicht einfach aufgelöst worden. Die Strafe wird umgesetzt. Die wird nur umgelegt auf jemand anders. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Was Gott sagt den Israeliten ist, ich vergebe euch, aber wisst ihr, dass es was kostet? Es kostet mich selbst etwas. Ist uns bewusst, dass jedes Mal, wenn Gott uns, also jede Vergebung eigentlich ihm Schmerzen bereitet hat? Die Vergebung hat ihn etwas gekostet. Die Vergebung ist nicht billig. Die Gnade ist gar nicht billig. Die hat das Größte gekostet, was es überhaupt gab. Aber Gott sagt, so bin ich, weil ich euch so lieb habe, nehme ich alle Strafe auf mich, damit ihr gerettet werden könnt. Ja? Das ist sein Charakter, sein Name. Mose wollte das Angesicht Gottes sehen, aber er sagt, pass auf, es gibt etwas Wichtigeres, etwas, was dir viel mehr hilft. Du musst wissen, wie ich bin. Und alle, die wissen, wie Gott ist, die seinen Namen auf der Stirn haben. Was heißt denn das, auf der Stirn den Namen zu haben? Wofür steht denn, also wenn dich jemand an den Kopf hier fasst, was ist denn hier? Im Gedächtnis, im Denken. Wenn wir über diesen Charakter Gottes nachdenken, wenn er immer mehr Teil unseres Denkens wird, wenn man diesen Charakter auf der Stirn hat, wie denkt man dann über andere? Was bewirkt das, wenn dieser Charakter hier in der Stirn ist?
Dann wird man auch langsam zum Zorn, oder? Dann wird man auch gnädig und barmherzig und ist bereit, lieber die Schuld mal auf sich zu nehmen, zu tragen, so wie Judah, ja, der sagt, die Schuld sei auf mir, ja, wenn dem Benjamin was zukommt, die Schuld sei, etwas auf sich selbst zu nehmen, damit es anderen gut geht. Ja, das ist die Idee hier. Nun, schauen wir noch ein bisschen weiter in Jesaja 33, Vers 17. Jesaja 33, Vers 17. Wer mag den? Auch eine ganz schöne Verheißung. Jesaja 33, Vers 17. Genau, da gibt es diese Verheißung, wir werden unseren König sehen. Ja. Jetzt wissen wir, dass es ihn gibt, wir kennen seinen Charakter, wir merken, wie er in unserem Leben wirkt und das tut er für wie viele Menschen? Für wie viele Menschen ist er so gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn? Für alle, wie viele Bedingungen muss man erfüllen, damit er gnädig ist? Wie viele Bedingungen muss man erfüllen, damit er gnädig ist? Wie viele Bedingungen muss man erfüllen, damit Gott sagt, okay, ich bin gnädig? Keine. Gott ist immer gnädig. Die Frage ist nur, ob ich ihm das glaube. Man muss keine Bedingung erfüllen, damit Gott sagt, okay, gut, hast du gemacht, jetzt bin ich gnädig. Er ist immer gnädig. Er ist für alle Israeliten gnädig gewesen. Die Israeliten haben nicht gesagt, okay, wir haben das und das und das gemacht. Gott sagt, okay, jetzt könnte ich gnädig sein. Gott ist immer gnädig, er ist immer liebevoll, er ist immer langsam zum Zorn. Nur die meisten glauben ihm das nicht. Und deswegen nehmen sie es nie an. Das Geschenk liegt vor der Tür. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Du musst keine Bedingung erfüllen, damit Jesus vor der Tür steht. Du musst das Geschenk aber annehmen. Ja? Die Bedingungen, wenn die Bibel von Bedingungen spricht, bedeutet es, dass wir dieses Geschenk, das es schon gibt, auf mich persönlich anwende. Das ist die Bedingung. Dass ich es für mich in Anspruch nehme, dass ich Jesus in mein Herz lasse, dass ich mit ihm kooperiere, dass ich ihn dann wirken lasse. Aber es gibt keine Bedingung, dass er diesen Charakter überhaupt hat. Den hat er automatisch, weil er gar nicht anders kann. So. Wir lesen also hier in Psalm 33, Vers 17, deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Was will damit ausgedrückt werden? Der König in seiner Schönheit. Was soll damit ausgedrückt werden? Ja, genau. Also wenn du das liest, was empfindet ihr dabei? Was soll eigentlich der Leser dabei empfinden? Den König in seiner Herrlichkeit sehen. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Was soll da in dem Leser eigentlich so entstehen? Ja. Ja, also was hat sich der Jesaja gedacht, als er das aufgeschrieben hat? Wollte einfach nur, dass die Leser wissen, aha, alles klar, wir werden irgendwann mal Gott sehen? Oder was soll da in dem Leser entstehen, wenn er sagt, deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen? Wenn man sowas sagt, was will man dann von den Hörern? Oder was wünscht man sich für die Hörer oder für die Leser? Sehnsucht! Die sollen sich darauf freuen, die sollen das erstreben. Und die Frage ist jetzt natürlich, sehnen wir uns danach, Gott zu sehen? Also, ich habe nicht gefragt, wissen wir, dass wir mal Gott sehen werden, ja, so im Sinne von, ja, das wird schon, das steht in der Bibel, sondern sehnen wir uns danach. Ist ja ein Unterschied, ob ich zum Gottesdienst gehe oder mich auf den Gottesdienst freue, oder? Ist ein Unterschied, ob ich zur Abendandacht mit meiner Frau mich einfinde oder ob ich mich darauf freue. Ist ein Unterschied, ob ich morgen Andacht mache, weil es dran ist, oder ob ich mich schon beim Aufstehen auf die Bibelverse freue. Ja? Ja, Paulus sagt das, was wir sprechen, sagt Timotheus, er sagt, dass er den Herrn sehen, an jedem Tage freilich, aber nicht nur an mir, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also steht von Menschen, die seine Erscheinung, seine Wiederkunft lieb haben. Ja, ganz genau. Die sich darauf freuen, die es liebgewonnen haben, ganz genau. Sehr gut. Jetzt steht natürlich die große Frage im Raum,
Wer wird das Angesicht sehen? Wer wird das Angesicht Gottes sehen? Matthäus Kapitel 5 sagt, welche Seligpreisung ist das? Das ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, ganz genau, das ist die 6. Selig sind, die reinen Herzens sind. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also was ist die Bedingung, um Gott schauen zu können? Ein reines Herz. Okay, was muss ich tun, um ein reines Herz zu bekommen? Reinigen lassen, ja, es zur Reinigung geben. Ja? Wenn ich einen reinen Anzug haben will, muss ich ihn in die Reinigung geben. Unser Herz muss in die Reinigung, denn Gott sagt, dass er es reinigen möchte. Er sagt, er will uns ein neues Herz geben. Ganz genau. Und er will seinen Geist in unser Herz legen. Alle, die Gottes Geist in dem Herzen haben, die ein neues Herz bekommen, die werden ihn sehen. Und wir können mal sehen, also wir haben heute nicht die Zeit, aber die Bergpredigt macht das ja ganz deutlich, wie das geht, oder? Glückselig sind die geistlich Armen. Ja? Wer merkt, mir fehlt was, der kommt zu Jesus. Glückselig sind die Trauernden. Wer traurig ist über seine Sünde, ja? Der soll getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, genau, die nicht mehr groß von sich selbst denken, ja, die aufgrund der Erkenntnis, die Gott schenkt über ihre Sünde, wissen, dass sie nicht so selbst so toll sind, wie sie gedacht haben. Und dann glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern dürsten, die eine Gerechtigkeit außerhalb von sich wünschen, nämlich Jesus. Und was wird mit denen sein? Sie sollen satt werden. Und ihr wisst vielleicht noch, das haben wir vor Jahren studiert hier, das Wort satt hier, das wird verwendet für Masttiere. Ja? Nicht nur ein bisschen so, dass man sagt, okay, ich habe 80% gegessen, ja? Wie es so in der Mäßigkeit News dort vorkommt, ja, ich soll nicht mich zu überessen. Nein, so gemästet, dass man richtig aus allen Nähten platzt. Gott gibt Gerechtigkeit. Er hat Gerechtigkeit ohne Ende. Und dann, glückselig sind die, fünftens, die Barmherzigen, ja, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das heißt, wenn ich jetzt die Gnade Gottes erlebt habe in meinem Leben, dass er mir vergibt und mich gern hat, dann werde ich auch plötzlich anderen barmherzig sein. Ja? Und dann wird Gott nicht nur meine Gedanken reinigen, nicht nur meine Taten reinigen, er wird auch meine Gedanken reinigen. Er gibt mir ein neues Herz. Und dann heißt es noch, glückselig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter. Und dann glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ja? Der große Kampf hört nicht auf. Und sie werden am Ende sogar ihre Feinde noch lieben. Nicht wahr? Sie werden sich freuen und nicht verzweifeln. Und das ist ein Beweis für das neue Herz. Also dieser ganze Prozess eigentlich, der Bergpredigt, zielt darauf ab, dass wir Gottes Gesicht sehen werden. Das reine Herz. Anderer Vers, der was ganz Ähnliches sagt, schaut man in Hebräer 12. Hebräer 12 und dort Vers 14, den kennt ihr auch ganz gut, oder? Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Okay. Was ist damit gemeint? Heißt das, dass ohne Heiligung wir die Wiederkunft nicht erleben können? Wenn es hier heißt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Können wir die Wiederkunft beobachten ohne Heiligung? Jeder wird die Wiederkunft sehen, denn Offenbarung 1, Vers 7 sagt, jedes Auge wird ihn sehen. Also hier geht es nicht um die Wiederkunft. Hier geht es nicht darum, ob wir den Herrn sehen mit unseren Augen, wenn er wiederkommt, sondern wen werden wir niemals sehen ohne Heiligung? Gott, den Vater, wie es hier in Offenbarung 22 steht. Wir müssen, deswegen sagt er ja, seid heilig, denn ich bin heilig. Also, der Punkt ist jetzt, Gott ist so gnädig, er will unbedingt uns retten, aber wir brauchen ein reines Herz und wir müssen geheiligt sein. Ohne Heiligung geht es nicht. Und deswegen gibt es etwas, was auch wir tun müssen. Schaut mal Vers 12 und 13. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Was muss der Mensch tun?
hier Vers 12 und 13, für diese Heiligung. Was muss er tun? Ja, also hier in Vers 12 und in Vers 13. Was muss er tun? Von Hebräer 12. In den beiden Versen. Was muss der Mensch tun? Was ist die Aufforderung an uns? Damit wir diese Heiligung erleben können, ohne die wir Gottes Angesicht nicht sehen können. Ja, also fang ganz simpel. Was steht im Text? Was soll der Mensch tun? Ja, die Vergebung halten, genau. Ja. In Hebräer 12, Vers 12 und 13. Was sagt der Paulus? Also er zitiert ja eigentlich aus dem Alten Testament, aber was sagt er? Nur mit eigenen Worten wiedergeben, was im Text selbst drinsteht, damit wir es einfach nur verstanden haben. Irgendjemand. Ja, hilf anderen auf ihrem Weg, genau. Schaut mal Vers 12 nochmal. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für wen? Für eure Füße. Was müssen die Menschen tun? Sie müssen feststellen, okay, wir sind eigentlich ziemlich nachlässig. Wir sind ziemlich schlaff geworden. Ja? Wir hängen so in den Seilen und hoffen, dass irgendwie Gott uns erlösen könnte. Und Gott, nein, macht euch auf den Weg, macht gerade Bahn. Wenn ihr etwas seht, was euch hindert, schiebt es beiseite. Macht euch auf den Weg zu diesem gnädigen Gott. Lasst nicht zwischen Gott und euch sein. Ja, wenn ihr schlaff geworden seid, wenn ihr entmutigt seid, glaubt an Jesus. Er sagt nicht, strengt euch an, um Gott zu überzeugen, aber er sagt, lasst euch nicht einfach hängen. Ja? Stärkt die, richtet wieder auf die Hände, die erlahmten Knie, macht gerade Bahn wieder. Ja? Stellt euer Ziel darauf, ich möchte einmal bei Gott sein. Sicher ein gutes Ziel, ein wertvolles Ziel, ein Ziel, das wir uns vor Augen setzen müssen jeden Tag. Ich möchte Gottes Angesicht sehen. Und deswegen möchte ich heute über seinen Charakter nachdenken, denn mit seinem Charakter habe ich das Ticket für sein Angesicht. Ja. Also, gucken wir uns mal das ganz praktisch an. Was wir offensichtlich aus 2. Mose 33 gelernt haben, ist, der Name ist sozusagen die Vorbedingung für das Angesicht. Ja? Gott sagt, lern zuerst meinen Charakter kennen, meinen Namen, damit du irgendwann mein Angesicht sehen kannst. Ja, das ist sozusagen die Idee. Sie werden sein Angesicht deswegen sehen, weil ihr Name auf der Stirn ist. Und deswegen müssen wir uns genau das kurz anschauen. Wir machen ein kurzes Bibelstudium dazu, weil das so entscheidend ist, dass man es gar nicht überbetonen kann. Also, wir haben schon gelesen, Offenbarung 14, Vers 1. Offenbarung 14, Vers 1. Der Name Gottes auf der Stirn, oder? Der Name Gottes auf der Stirn. Wie heißt die Gruppe, die dort auf dem Berg Zion mit dem Lamm den Namen Gottes auf der Stirn trägt? Wie heißen die? Die 144.000. Und woher kennen wir diese 144.000? Die kommen ja in Offenbarung 14 nicht zum ersten Mal vor, oder? In Offenbarung 7. Und in Offenbarung 7 haben die auch was auf der Stirn, nämlich was? Was haben die in Offenbarung 7 auf der Stirn? Das Siegel des lebendigen Gottes. Wechseln die im Laufe der Endzeit noch das auf der Stirn? Oder was bedeutet das, wenn Offenbarung 14 sagt, der Name Gottes auf ihrer Stirn und in Offenbarung 7 steht, das Siegel Gottes ist auf der Stirn? Was heißt denn das? Dass der Name Gottes das Siegel ist. Mal ganz deutlich fest, mal richtig tief reinsinken lassen, weil unsere klassische adventistische, der klassische adventistische Reflex ist, das Siegel Gottes ist der Sabbat. Ja, der Sabbat. Kommt noch gleich, aber man kann den Sabbat halten,
so nicht zur Arbeit gehen und trotzdem von dem Siegel Gottes gar nichts richtig verstanden haben. Denn der Name Gottes, sein Wesen, sein Charakter, seine Liebe und seine Geduld und seine Barmherzigkeit, das ist das Siegel. Was sagt die Bibel über den Namen Gottes? Schaut mal mit mir in Sprüche 18, Vers 10. Sprüche 18 und dort Vers 10. Dort steht, in Sprüche 18 und dort Vers 10, der Name des Herrn ist ein was? Ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschützt, ist in Sicherheit. Gottes Name, sein Charakter, seine Liebe und seine Geduld ist unser Schutz. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Der Name Gottes ist ein starker Turm gegen den Feind. Und warum ist das wichtig? Weil, also Sprüche 18, Vers 10, was bewirkt denn das Siegel Gottes in Offenbarung 7? Warum werden denn die Knechte Gottes versiegelt? Warum heißt es noch, halt, wir müssen sie erst noch versiegeln? Genau, da kommen schlimme Dinge über die Erde, oder? Und solange sie nicht versiegelt sind, wäre es zu gefährlich. Also werden die Winde aufgehalten, damit sie versiegelt werden. Das heißt nicht, damit sie einfach nur vom Sabbat gehört haben, sondern damit sie endlich verstehen, wie liebevoll Gott ist. Der Schutz für die Endzeit ist ein echtes Verständnis, wie lieb Gott mich hat. Das sagt Paulus. Jetzt, aber wir sind noch nicht am Ende. Das sagt nicht Paulus, sagt Johannes. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Ein starker Turm. Das heißt, wer verbirgt sich hinter dem Namen Gottes? Das ist eine etwas rhetorische Frage. Wer verbirgt sich hinter dem Namen Gottes? Gott, oder? Hinter dem Namen Christopher verberge ich mich nicht. Der Name ist ja nur ein Codewort sozusagen für meine Person. Ja? Hinter Matthias verbirgt sich der Matthias, der da sitzt. Ja? Hinter dem Namen Gottes verbirgt sich Gott selbst. Und deswegen sagt die Bibel, und das haben wir jetzt auswendig gelernt, in Hohelied Kapitel 8, Vers 6, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Herz und Stirn haben welche Verbindung? Dasselbe. Ja, die Bibel spricht von den Gedanken und Gesinnung des Herzens, aber die sind anatomisch eigentlich hier. Also, das Siegel ist Gott selbst. Wenn er in unseren Gedanken ist, wenn wir mit ihm leben, dann sind wir versiegelt. Scheint also so zu sein, dass Offenbarung 7 sagt, da gibt es Knechte Gottes, die arbeiten für Gott, die kennen Gott, die predigen für Gott, aber sie sind nicht so wirklich mit Gott verbunden. Ja, sie haben das Siegel des lebendigen Gottes nicht. Sie kämpfen für Gott und sie kennen die Wahrheit und sie überzeugen andere, aber sie haben gar nicht so wirklich diese enge Beziehung zu Gott. Sie wissen gar nicht täglich, wie sehr sie liebt. Ja, sie haben vielleicht immer ein bisschen Angst, ob er wirklich so lieb ist, ja, und ob sie gerettet sind oder nicht. Und deswegen ist das wichtigste Werk in der Endzeit, für die, die die Wahrheit kennen, zu wissen, wie Gott für sie da ist. Weil das macht sie sicher, das macht sie fest. Dann werden sie nicht auf ihre eigenen Werke vertrauen, sondern sich ganz auf Gott verlassen. Und das ist entscheidend. Dann schaut mal jetzt in 2. Mose 28. 2. Mose 28, Vers 36. Da schließt sich jetzt langsam der Kreis. Also wir haben Hohelied 8, Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Gott selbst ist das Siegel. Und übrigens sagt er, wie ein Siegel auf dein Herz und ein Siegel wie auf deinen Arm. Das heißt, das wird auch das Tun. Ja? Wenn Gott in meinem Herzen ist, wird Gott auch in meinem Tun sichtbar sein. Ja? Wer über Gott nachdenkt, wird Gott imitieren. Wie sagt Ellen White, die wahre Religion ist die Imitation von Jesus. Jetzt schauen wir in, was habe ich gesagt? 2. Mose 28, Vers 36. 2. Mose 28, Vers 36. Und da heißt es über den Priester, er soll ein was haben? Ein goldenes Stirnblatt. Wo kommt das Stirnblatt hin? An die Stirn, deswegen heißt es Stirnblatt, genau. Und was steht in dem Stirnblatt in Siegelgravur eingraviert? Schaut mal in Vers 36.
Heilig dem Herrn. Da haben wir wieder den Namen Gottes. Aber was ist jetzt dieser Gedanke, heilig dem Herrn? Was bedeutet das, heilig dem Herrn? Heiligung? Es bedeutet, zum Herrn gehörig. Ich gehöre zu Gott. Ja, heilig dem Herrn bedeutet, ich trenne mich von der Welt, ich gehöre zu Gott. Gott ist mein Freund und ich lebe mit Gott. Komme, was da wolle. Ja? Und zwar ist das eine Entscheidung. Die Priester sollten ja zwischen Gott und Menschen vermitteln. Ich kann nur dann das Evangelium in die Welt bringen, wenn ich Gott kenne. Ja, nur wenn ich Gott kenne, kann ich auch anderen von ihnen erzählen. Deswegen bedeutet heilig dem Herrn, die Versiegelung hier bedeutet, dass wir nicht nur Gott kennen, sondern dass wir mit ihm leben, dass wir ihm gehören und dadurch besondere Menschen sind. Denn Heiligkeit bedeutet besonders. In der Bibel steht nirgendwo jemals, dass Heiligung bedeutet, dass wir etwas tun müssen, um zu Gott zu kommen. Es bedeutet immer, dass wir mit Gott sind und an Gott wirken kann. Ja? Der Staub ist heilig, weil Gott da ist. Und der Sabbat ist heilig, weil Gott da ist. Und ein Mensch ist heilig, wenn Gott in seinem Leben wirkt. Ja? Ja. Sehr gut. Ja, die Bibel ist voll von diesen Themen. Wir müssen zum Ende kommen. Nur ganz kurz einige letzte Verse dazu. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 8. Da geht es ab Vers 4. Kennt ihr? Höre Israel. Nicht wahr? Der Herr ist Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Die Idee ist hier wiederum, nicht wahr? Das, was uns am Ende sicher macht, ist unsere Beziehung zu Gott, dass wir ihn als Freund erlebt haben. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, sollst du deinen Kindern einschärfen und so weiter. Vers 8, und du sollst sie zum Zeichen auf deine Stirn, auf deine Hand binden, genau, danke. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Über den Augen ist wo? Hier, wieder, nicht wahr, Herz und Arm. Stirn und Hand bedeutet dasselbe. Was soll hier als Siegel auf die Stirn und auf die Hand? Was ist das hier? Was ist das genau? Na? Das Gesetz. Denn hier in 5. Mose 6 geht es um das Gesetz, oder? Da werden gerade die 10 Gebote wiederholt. Das heißt, das Gesetz Gottes ist das Siegel, das ist kein Wunder, weil das Gesetz Gottes beschreibt seinen Charakter, nicht wahr? Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir die Bibelstellen alle zusammennehmen, wird deutlich, die Menschen werden das Angesicht Gottes sehen, weil sie Gott so sehr geglaubt haben, dass er die Liebe ist, dass sie angefangen haben, sein Gesetz zu halten. Durch seine Kraft. Kein Mensch, der versucht, Gottes Gesetz zu halten, um eine Bedingung zu erfüllen, damit Gott ihm gnädig sein kann, wird jemals das Angesicht Gottes sehen. Das ist unmöglich. Die Menschen, die das Angesicht Gottes sehen, sind diejenigen, die geglaubt haben, dass er liebevoll ist und ihn deswegen so sehr gemocht haben und deswegen durch den Geist Gottes verändert worden sind und deswegen durch den Geist gerne die Gebote gehalten haben. Und wer bewirkt das? Das bewirkt, schaut mal, 5. Mose, Jesaja 8, Vers 16. Jesaja 8, Vers 16, da sehen wir nochmal das Gesetz und das Siegel. Jesaja 8, Vers 16 sagt, binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in wem? In meinen Jüngern. Also, wer sind Jünger? Wer sind Jünger? Ja, die nachfolgen. Wie heißt es von den 144.000? Sie folgen dem Lamm nach, wohin es auch geht. Also, was ist die einzige entscheidende Bedingung, um erlöst zu sein? Jesus folgen. Wo ist Jesus? Wo Jesus ist, möchte ich auch sein. Kein Mensch kann verloren gehen, der Jesus Tag für Tag folgt, weil Jesus in uns das wirkt, wenn wir mit ihm kooperieren. Ja? Wir müssen einfach ihn auf dem Herzen tragen, jeden Tag uns überlegen, Herr, ich möchte heute dich auf meinem Herzen tragen. Und morgen möchte ich wieder dich auf meinem Herzen tragen. Dann kann er durch seine Liebe das alles bewirken. Schaut mal in Epheser 1, wer das bewirkt in uns. Epheser Kapitel 1 und dort Vers 13. Epheser 1 und dort Vers 13, da sagt die Bibel,
So schön. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Es war der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist ist der Finger Gottes, nicht wahr? Und der Finger Gottes schreibt was? Der schreibt das Gesetz Gottes in unser Herz. Kein Mensch kann jemals den Himmel erreichen, wenn er versucht, selbst die Gebote zu halten, um eine Bedingung zu erfüllen, weil er hat ja den Heiligen Geist noch gar nicht, der die Gebote reinschreiben kann. Wo kommt der Heilige Geist her? Von Jesus. Wenn ich Jesus auf mein Herz setze, wenn ich mein Leben Jesus gebe und sage, Herr, ich bin schwach, aber du bist stark, hilf mir, dann kann der Geist wirken und es gibt keinen Menschen, der aufrichtig um Hilfe bittet, der nicht diesen Frieden und diese Kraft und die Heiligkeit Gottes erhalten kann. Zum Schluss, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was hat das alles mit dem Sabbat zu tun? Schaut mal in Hesekiel 20. Hesekiel 20 und dort Vers 12. Hesekiel 20 und dort Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten. Sie sind was, die Sabbate? Ein Zeichen für was? Zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, was sollen sie erkennen? Dass ich, der Herr, es bin, der sie heiligt. Dort steht nicht, Achtung, es gibt eine adventistische Variante, die ist falsch, die klingt so. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass sie sich heiligen müssen, um bei mir zu sein. Das steht dort nicht. Aber so viele glauben das, so viele glauben, sie müssen eine Bedingung erfüllen, damit Gott sie segnen kann. Die Bibel sagt, dass der Segen dadurch entsteht, dass Gott uns heiligt. Was ist die Bedingung, die wir erfüllen müssen? Wir müssen bei ihm sein. Und wie schwer ist das, sich zu Gott zu wenden? Es ist nur ein Gebet, nur eine Entscheidung, nur ein Schritt. Kein Mensch ist zu schwach, um sich zu Gott zu geben. Die meisten sind zu stark. Die meisten sind zu selbstsicher. Das ist das Problem. Ja? Aber wenn wir uns zu Gott hinwenden, wird er uns heiligen, wird er uns gehorsam machen, wird er uns versiegeln und wir werden sein Angesicht sehen. Gottes Name wird auf ihrer Stirn sein. Der Sabbat ist ja dazu da, dass wir Zeit verbringen mit unserem Erlöser. Letzter Punkt. Jesus steht vor der Tür. Was heißt das? Er möchte reinkommen, aber wir müssen ihn einladen. Wir müssen ihn auf unser Herz setzen. Er drückt sich uns nicht auf. Wir müssen ihn auf unser Herz setzen. Und das ist die wichtigste Entscheidung. Wir müssen jeden Tag Jesus in unser Denken lassen, über Jesus nachdenken. Je mehr wir über Jesus nachdenken, ganz praktisch, desto mehr werden wir versiegelt sein und werden. Wer von uns möchte sagen, ich möchte Jesus auf mein Herz setzen? Das ist der Wunsch. Dann lass uns noch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, hab du so herzlichen Dank, dass dein Wort so klar und so schön ist und uns zeigt, dass die Versiegelung etwas ist, das jeder von uns erreichen kann, indem wir jeden Tag einfach unser Leben dir geben und mit dir leben, dich in unser Herz hineinlassen. Herr, wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir uns so leicht ablenken lassen, so leicht auf uns selbst schauen und dann auf unsere eigenen Werke oder unsere eigenen Bemühungen und verzweifeln vielleicht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, es reicht nicht. Aber Herr, du hast gesagt, es heißt Glauben und Vertrauen. Vertrauen darauf, dass du stark genug bist, um uns an der Hand zu nehmen. Und Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen. Wir sehnen uns danach, einmal bei dir zu sein. Und wir glauben, dass du die Kraft und den Willen hast und die Liebe, uns dazu vorzubereiten. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.